Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Duddle Buddy, meinem Kanal, und heute mit der Episode geht es weiter mit Jagged Alliance 3. Leute, wie soll es anders sein, ne? Das ist das Einzige, was ich ja derzeit so richtig groß hier auf meinem Kanal präsentiere und zocke, ne? Und da muss das natürlich auch weitergehen. Es ist noch natürlich aktuell kein Ende in Sicht. Wir sind jetzt hiermit bei Folge 36. Und in dem Sinne lasse ich euch mal ganz kurz ein bisschen sinnieren. Und heiße euch mit meinem kleinen Einblender hier alle herzlich willkommen. Ja, kommt vorbei, genießt die Show, genießt die Videos und habt Spaß mit mir gemeinsam Jagged Alliance 3 zu erleben in voller Blüte. Ja, da ist Einblender auch schon wieder vorbei. Ja, das geht hier rucki zucki und weil ich gut drauf bin heute auch mal wieder, ne, bin ich ja meistens, dann müssen wir gleich nochmal hinterher. Wie auch YouTube. Leute, ich bin auf Twitch, kommt gern vorbei. Da gibt es mir auch lecker Schoggi auf die Hand, von der Hand in den Mund rein. Und für jeden von euch da draußen, der es auf YouTube, der es auf Twitch verpasst hat, siehst du auf YouTube rein. Playlist ist mittlerweile lang, geht aber noch lang, da geht noch was, ne? Wir machen sie noch länger. Das kann auch gestreckt werden ohne Ende. Und es gibt noch zig Games, die gezockt werden müssen. Aber erstmal gehen wir weiter mit Jagged Alliance 3. Ich möchte vielleicht noch ein kleines Game anteasern. Ich habe es ja schon mal gemacht, ein paar Episoden vorher. Und zwar geht es um das Game Blood Bowl 3. Ich habe da so ein paar Vorbereitungen schon getroffen. Und wir werden demnächst mal in Blood Bowl 3 reingucken. Ich habe tatsächlich Blood Bowl 2 auch schon gezockt. Würde mich jetzt immer nicht als Crack bezeichnen. Auch nicht unbedingt als Fortgeschrittener. Also ich bin durchaus mit den Regeln vertraut. Hab auch viel Blood Bowl 2 gezockt. Aber ich glaube lang nicht so exzessiv, dass ich wirklich richtig gut wäre. Also auch im Sinne von realen Matches gegen jemanden zu bestehen, der das wirklich, wirklich exzessiv daddelt. Aber es hat die gleiche Thematik wie auch Jagged Alliance 3. So ein bisschen. Jetzt denkt ihr, hä, was labert der, Alter? Blood Bowl 3, Sportspiel. Aber, was haben diese beiden Spiele hier gemeinsam? Rundentaktik. Das heißt auch Blood Bowl 3, gewalttätiges, mega cooles Sportspiel, abseits der Realität und das Ganze rundenbasiert. Mega gut. Das heißt auch hier Zeit ohne Ende, schön gediegen, du kannst hier richtig taktieren, aber auch hier mit einer Portion Glück. Das heißt, du kannst noch so gut sein. Du kannst auch deine Tricks und deine Taktiken schon haben für das Spielfeld, wenn die Würfel im Spiel nicht mitspielen. Kann es auch den besten Spieler mal dahin raffen. Ja, und das liebe ich halt so ein bisschen, ne? Das ist halt so meine Welt. Ich habe tatsächlich auch noch ein anderes Spiel jetzt tatsächlich mal wieder ausgegraben, tatsächlich. Ich habe tatsächlich jetzt schon viermal gesagt, wenn ich es nochmal tatsächlich sage, fünf. Ne? Also das muss ich auch mal erwähnt haben. Ist mir gerade selber aufgefallen. Hat man zum Beispiel, ne? Man labert und labert und nimmt so ein Wort in einem Satz gefühlt zehnmal in den Mund. Weiß ich auch nicht, was das soll. In dem Sinne muss ich aber erstmal ganz kurz hier anstoßen mit euch, ne? Glühweinzeit ist wieder angesagt. Hier, heute Jagged Alliance 3 oder ein Glühwein, ne? Schön Lüli reinlöten in die Figur. Boah, ist heiß, Alter. Muss ich mal kurz gucken. Ja, ich glaube, den Alkohol habe ich leider rausgekocht. Das Ding habe ich bei 800 Watt 202 Minuten in die Mikrowelle geballert. Und habe mich dann schon mal hier hingesetzt und irgendwas vorbereitet, während das Ding da am Blubbern war, Alter. Ich habe ein Fünftel davon lag in der Mikrowelle verteilt von dem Glühwein, ne? Also auf diesem Glasteller. Habe ich wieder weggewischt. Sauber, alles, ne? Clean. Die Mikrowelle ist sowieso clean, Alter. Ich find's ekelhaft, wie manche Mikrowellen aussehen. Alter, Leute, macht eure Mikrowelle sauber, ganz ehrlich. Da ist euer Essen drin. Ne? Und ihr müsst auch bedenken, wenn der andere Scheiße irgendwo dran klebt und das wird warm und weich und spritzt auch wieder und landet wieder auf eurem Teller und ist schon irgendwie 3 Wochen alt, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ist nicht geil, Leute. Macht das nicht. Hygiene und so, ne? Also meine ist picobello. Nix ist er. Außer ein bisschen Glühwein war da jetzt gerade, aber das habe ich schon bereinigt. Und, weil ich jetzt einen Großteil von dem Alkohol sicherlich rausgekocht habe und ich das ja nicht verantworten kann, als verantwortungsbewusster Alkoholtrinker, ne,
habe ich ein bisschen Rum nachgeschüttelt. Wenn mir der Pegel auch wieder löppt. Ne? Aber nur zur Weihnachtszeit, selbstverständlich. Ich habe kein Problem oder so, ne? Nicht, dass es hier den falschen Eindruck erweckt. Ich will auch niemanden hier anstiften. Alkohol immer in Maßen. Und auch nur über 18, bitte. Ne? Und zur Weihnachtszeit auch gerne mal ein bisschen mehr. Aber auch nicht übertrieben. Man kann ruhig mal einen Tag pausieren. Und auch nur einen. Und vielleicht nicht eine ganze Flasche hinterkippen. Das ist so ein Tipp am Rande. Jahrelang spreche ich aus Erfahrung. So, Leute, jetzt geht das los. Ich mache euch mal winzig klein oder mich hier vor allen Dingen. Ich habe auch die Musik mal ein bisschen runtergedreht. Weil es mir tatsächlich in den letzten Let's Plays ein bisschen zu laut war irgendwie. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt natürlich. Wenn ich die Kapitel mache, dann ziehe ich mir natürlich auch mal so ein bisschen rein, was ich da erzähle. Damit ich auch die passenden Marker setzen kann. Und die Musik war mitunter in den letzten ein, zwei Episoden doch ein bisschen drüber. Ich habe das jetzt mal so um die 20% runtergedreht. Gucken wir mal. Sollte jetzt ein bisschen angenehmer sein. Die Musik ist ja sowieso sehr präsent, muss aber gar nicht. Die soll ja nur ein bisschen unterstützen, die Atmosphäre unterstützen. Aber was auf jeden Fall gleich geblieben ist, Sprachausgabe, Effekte, alles auf maximal. Damit ihr euch nicht wundert, ne? Also ich hoffe, dass es nicht zu leise ist. Ihr hört die Musik ja auch gerade schon. Wahrscheinlich hört ihr sie immer noch ausreichend. Ich höre sie auf jeden Fall noch volle Lotte. Deswegen 20% sollte da absolut im Rahmen sein. So, nun, wo haben wir angeknüpft in letzter Episode oder aufgehört? Unser Alpha-Trupp muss jetzt langsam vervollständigt werden. Ist auf dem Vormarsch. Hier, 5 Soldaten. Shadow, Dr. Q, Len, Magic und Scope. Bis auf Dr. Q haben wir hier nur legendäre Söldner am Start. Der ganze Spaß war teuer. Richtig teuer. Wir haben gute 100.000 Orken. Nee, stimmt gar nicht. Da lüge ich. Das stimmt nicht. 90.000, glaube ich, knapp. 80.000. Ich würde sagen, 90.000 haben wir da gelassen. Und das war teuer. Und ihr wisst ja, was unser anderes Trupp 14 Tage kostet. Unser anderer Trupp. Das sind um die knapp 40.000, 35.000. Das heißt, wir brauchen, weil die sind jetzt nur 7 Tage am Start und unsere andere Trupp ist noch ungefähr 8 bis 9 Tage dabei. Das prallt so ein bisschen aufeinander. Ich habe nur einen Tag Spielraum, um genug Kohle ranzukriegen, um die Verträge, so wie sie jetzt gerade getroffen worden sind, auch weiterlaufen zu lassen. Da zittere ich ein bisschen, ne? Ich habe es in der letzten Episode auch gesagt. Das war vielleicht keine so gute Idee, dass ich jetzt schon direkt die Kohle rausgekloppt habe. Aber ich hatte auch Bock auf ein zweites Team. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass wir jetzt spreaden können. Wir können jetzt richtig schön geteilt hier über die Map marschieren. Ich war auch kurz vor der Folge jetzt selber noch für mich am Überlegen, ob wir das Team noch ein bisschen neu aufstellen. Das heißt, den Alpha-Trupp nehmen wir vielleicht jemand aus dem Charlie-Trupp mit rein. Und ja, dass ich zum Beispiel so Leute wie Shadow und Scope vielleicht zu mir hole. Und dafür dann andere wiederum wie Blood und Thor. Obwohl Thor ist unser Mediziner, der müsste mit rein. Thor und sag schnell, ja. Was habe ich jetzt gesagt? Blood und Ice. Die beiden zum Beispiel, dass ich die austausche. Die sind ja auch beide Präzisionsschützen. Die sind jetzt keine Techniker. Die sind jetzt aber auch sonst nicht irgendwie auf Sprengstoff und Medizin. Ich glaube, wenn ich den Wechsel vollziehen würde, dann habe ich einen sehr starken Trupp. Aber andererseits überlege ich, ist das so gut? Wenn ich nämlich mit dem Alpha-Trupp dann mal Probleme gerade, dann sind die natürlich nicht schlecht. Aber ich habe die Elite bei mir. Und der einzige mega gute Schütze wäre dann eigentlich nur noch Blood und Magic. Die sind beide richtig gut, weil ich glaube, der Len, der ist auch nicht so gut. Aber wir gucken uns das gleich nochmal an und dann überlegen wir. Das sind so meine Gedankengänge, damit ihr Bescheid wisst, Leute, ne, was hier so abgeht jetzt in dieser Episode. Wir werden mit dem Charlie-Trupp bis nämlich, wann trifft denn der Trupp hier überhaupt ein? Der braucht noch einen Tag, glaube ich. Wir werden so lange hier mit unserem Charlie-Trupp, der ist hier, werden wir jetzt noch die Gegend hier abmarschieren. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hoch zu, warum bin ich jetzt zu E6 gegangen? Ich wollte doch eigentlich zu D5 letztens. Ja, das heißt, wir gehen jetzt wieder. E6 war die Farm. Nee, Quatsch, was rede ich, Leute? E6 war ich gar nicht drin, ne? Oder? Ich war in E6 nicht drin. Ich bin einfach schon nach E6 gegangen, oder? Man sollte sich vielleicht mal das Ende der letzten Episode angucken. Ich weiß es gar nicht mehr. Was habe ich gestern gemacht? Ich meine, hier war die Farm.
Und dann sind wir hier rüber gewechselt. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Aber wo wir schon mal da sind, machen wir das jetzt auch. Ich gehe einfach mal kurz mit euch gucken, was da los ist. Ja. Was sieht this animal has been touched Oha. By some evil. I will try Oha. To become hard to see. Oha. Mary. Alter, die müssen wir so wegschießen. Das tut mir ja leid für Hyänen, aber was soll ich machen? Ich muss mich jetzt mal kurz ein bisschen verteilen hier. Sind die böse? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sobald wir hier reinrennen, ist Ende Gelände. Die interessieren sich aber auch gar nicht für uns gerade. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ready. Ich habe keine Ahnung, ob die Bock haben auf uns oder nicht. Das ist jetzt die Frage. I am one with the stillness of everything. Playing it smooth. Playing it smooth. Ich will, weiß ich nicht, müssen wir die abknallen? Ich bin ja jetzt nicht unbedingt. Nur weil es jetzt ein Tier ist, heißt ja nicht, dass wir es direkt ummähen müssen, ne? Ich würde mal speichern und ich würde mal mit Blatt rangehen. Mal sehen, ob die Bock haben oder nicht. Wir checken mal die Lage. Ich habe keine Ahnung, wie die sich verhalten. Wenn das wie mit den Krokodilen ist, ist blöd, aber die werden hier als Feinde angegeben. Ich gehe mal ein Stück ran. Ja, die pennen, die haben keinen Bock. Ich bin ja schon mega nah dran. Die haben gar keinen Bock. Oh doch, die haben Bock. Grundsätzlich haben die, glaube ich, schon Bock, mit uns ein bisschen Stress zu haben. Ist jetzt die Frage, ne? Der Sektor ist recht klein. Mähen wir die jetzt um oder nicht? Wir haben hier 5 Hyänen. Ist das notwendig? Wir gehen einfach mal ran. Also ich musste ja schon wirklich sehr nah rangehen gerade. Das juckt die ja gar nicht. Going. Still undetected. Okay. Ja gut, wir geben auf jeden Fall Deckung. Wenn die hier meinen, die müssen losschlagen, dann machen wir ja Ende. Ansonsten, Lad, du gehst mal ran bitte. Notice how the horns have pierced the skull right below the temples. This was artfully done. Mm-hmm. Who would do such a sick thing, man? Ein paar Antilopenhörner wurden an seinen Kopf genagelt. Es sieht aber nicht ersichtlich, ob das vor oder nach seiner Ermordung passierte. Ja, krass. Ja, warte mal, da muss ich mal ganz kurz gucken. Weisheit? Ich würde dann tatsächlich nochmal... Oh, Barry ist weise. Barry kann das mal untersuchen. So, jetzt wird's spannend. Gonna do this quiet and clean. Nee, guck mal. Die sind gar nicht so. Quiet and deadly as the plague. Müssen wir nicht machen. Müssen wir nicht machen, Leute. Also ich war wirklich fast auf einen Meter dran. Ich meine klar, dass sie das nicht mehr geil finden. Oh! Kennt ihr das, wenn ihr Alkohol einatmet? Das macht gar keinen Spaß, ey. Oha. Ja, Barry müsste das nochmal checken. Was ich jetzt gerade mal mit Blatt mache. Ich muss mich ja trotzdem ausrüsten. Er soll die nämlich gleich hier die Action losbrechen, Leute. Will ich die richtige Waffe am Start haben? So. Und jetzt Barry bitte. Komm, check nochmal die Lage bitte. Oh, Alter, die sind alle. Okay, da ist nicht mehr viel zu holen. Wir lassen die mal da, wo sie sind. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss sie hier nicht umwählen, unnötig. Ich muss ja auch so sagen, kostet ja auch erstmal kostet das ganze Munition. Und die machen doch gar nichts.
standing. Kräuter in der Nähe gefunden? Wo? I wonder what this is. Wo hast du jetzt Kräuter gefunden? Oh, was ist das denn? Ist ein Tier? Ne, ist noch ein Soldat. Die verstümmelte Leiche eines Wilderers. Ein paar Antilopenhörner wurden an seinen Kopf genagelt. Auch hier genau das gleiche. Eines Wilderers. We're moving. Hier rächt sich jemand, so ein bisschen. We have agreement. No sweat. Take a deep breath. Oh, da liegt ein Rucksack. And release. Die laufen jetzt auch gebündelt hier rum. Ah, oh, Leuchtstäbe, Alter. Nee. Er leuchtet einen kleinen Bereich, also das kannst du behalten eigentlich, ganz ehrlich. Let's go. So, wir gehen nochmal hier lang. Let's move. Heading out. Nee. We will do. Wo sind die Hyänen? We're on our way. Die liegen hier noch. Hold up. Check this out. Oh nee. Peinlicher Positionswechsel, Alter. Ihr wisst jetzt, was passiert, ne? Das tut mir jetzt leid für die Hyänen, aber was soll ich machen? Oh, in einem Zug? Okay. Warum habe ich dann keine Granaten mehr in der Hand, frage ich mich gerade. Kann ich hier nochmal draufhalten, irgendwie? I have good odds of hitting enemy. Boah, den da hinten hat's auch gleich erwischt. Go ahead and give yourself a round of applause. You earned it. Es tut mir ja leid, aber was soll ich machen? Waffenwechsel wäre vielleicht ganz gut. Außer, ich gehe nochmal auf den Meter ran und halt hier vorne voll rein. Aber nee, das ist ein bisschen nah. No problem. Da brauche ich auch gar nicht so krass zielen. Der lebt noch? Das war kacke. Bin ich ehrlich, ey. Da muss ich wieder einen Rückzug einleiten. Ich habe gedacht, die streut ein bisschen besser. Ja, da müssen wir jetzt gar nicht so krass machen hier. The Lord smiles upon you, brother. Plus ein Geschicklichkeit, da können wir nochmal schießen. Yes? Oh nee, du. Not even if the spirits guide me. Boah, hier sind überall Leute im Weg. Was ist hier los? Dann komm mal bitte an die Seite. Yeah, man. Nice and easy. Hier ist eine Mauer. Squeezing the trigger. You fight just like my sister. Only unnötig. Less again. Kritisches Niveau. Kritische Treffer an einen Zug erzielt. Okay. War jetzt nicht so schwer, würde ich behaupten. Oh, da müssen wir ein bisschen besser zielen, glaube ich. Gehen wir mal auf den Kopf. I see you, killer. Dead meat. Yuck. How could anyone want to eat such a thing? Nee, da geht nicht mehr. Jetzt Eis, bitte. On my way. Duck for life. Doch, die ist ja süß. Die war ja putzig, ey. Nur weil ich noch an die Kräuter wollte. No problem. Ja, das war jetzt unnötig am Ende. Aber was soll ich machen? Das konnte ich jetzt leider auch nicht ganz behindern. Speichern bitte.
So, waren wir nicht in dem Sektor unterwegs? Wieder raus. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nach D5. Da haben wir die Savanne, ganz normal, ist auch nichts Außergewöhnliches. Oder ist da hinten ein Zelt oder irgendwas? Ist das ein Stein? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Let's take a walk. Oha, die Mine im Sektor Mfumus Mine geht zur Neige und die Einnahmen sinken. Sie werden in den kommenden Tagen weiter fallen und irgendwann 50% erreichen. Boah, Leute, wir brauchen mehr Kohle. Okay. I have reached the destination now. Ja, wir brauchen Kohle, Leute. Habe ich eigentlich noch die Dragunov am Start oder habe ich die zurückgebracht? Ne, die habe ich hingebracht, ne? Sehr gut. Den Rest behalten wir auch. Da müssen die sich jetzt selber kümmern, die Leute. Ne, jetzt gehen wir mal rein. Unser Trupp ist auch nicht so ganz auf Zack. Ist aber noch nicht so tragisch. Brauchen wir jetzt noch nicht groß reagieren. Nacht, klarer Himmel. Ich weiß zwar nicht, was hier los ist, aber ihr wisst, was nachts los ist. In meiner Welt müssen wir auf jeden Fall ein Nachtsichtgerät auf die Kappe setzen. So, und das gleiche mit Eis. Also ich bin tatsächlich gerade immer noch am Überlegen, Leute, was mache ich? Eis hier! Soll ich tatsächlich den Trupp ein bisschen wechseln? Oder behalten wir unseren Standardtrupp hier? Die sind ja eigentlich ganz gut. Word up. On our way. Ne? Die machen wir ja noch legendär sozusagen. Kräuter gefunden. Nein. Wir gehen erstmal außen lang so ein bisschen. We have agreement. Let's move. Okay, nochmal Kräuter. Yes. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas Spezielles haben. We're on our way. Ja, das war's ja schon. Hier ist ja nichts mehr, oder? Oh, hier ist ein Rucksack. Ja, Mann. Das könnte auch schon wieder ein absolutes Minenfeld sein hier, ne? Copy that. Take a deep breath and release. Okay, einen Rucksack haben wir. Rucksack mit aufgestemmtem Merc-Logo. Einen vom Merc zurückgelassenen Ausrüstungsgegenstand gefunden. I spotted something. Da haben wir noch eine MP5. Was ist das denn da Geiles? Brauchen wir aber nicht. Wir haben unsere Waffen am Start. 20er Reichweite. Und 9mm. Ich glaube, das braucht keiner von uns. Also auf jeden Fall mitnehmen ist die Linse hier, ganz klar. Ich überlege, ob wir die austauschen tatsächlich, die Waffe, mit irgendwas Geiles, was wir haben. Die Revolver, das behalte ich. Das behalte ich. Dann wäre eigentlich nur... Ob ich die Schrotflinte wegnehme, ich weiß es nicht. Aber ich bin mit Blatt, bin ich immer so nah dran eigentlich. Was haben wir denn hier für ein Damage? Wir haben schon krass Damage mit dem Teil, ey. 3x26. Dann haben wir noch die Knarre hier. Und die MP5 würde ich höchstens mit der hier tauschen. Das ist ja auch eine 9mm. Wenn ich hier einen Schalldämpfer draufkriege, das wäre gut. Das muss ich gucken, Leute. Machen wir jetzt mal Folgendes. Ich muss die Waffe mal ganz kurz hier bei mir reinnehmen. Und dann gucken wir mal, ob das geht. Was kann ich hier anbringen? Oh ja, das geht schon. Ah. Lautlose Angriffe sind machbar. Was haben wir hier für eine Reichweite? 20 und 3x8 Schaden.
5 kritisch ist eigentlich besser. Ich sollte die MP5 in die Hand nehmen. Und was kann ich hier laden? Panzerbrechend auch? Ja, alle. Dann, dann nehme ich die MP5 einfach auch noch mit. Gut, die Reichweite ist die gleiche. Ich mache minimal mehr Schaden, ne? Ist echt die Frage, macht das Sinn? Wir haben einfach nur mehr Munition. Und wir brauchen einen Platz mehr. Erhöhter Bonus durch Zielen. Hoher Schaden, verringerter Bonus durch Zielen. Weniger laut. Ja, wir machen das jetzt. Ich zerlege die Waffe, die Browning. Cool. Kriegen wir direkt die Teile wieder. Das ist sehr gut. Und dann hat er die als Ersatz. Ist doch auch gut. So, dann modden wir die mal kurz. Mittlerer Genauigkeitsbonus, nee, das will ich ja nicht. Mittlerer kritische Chancebonus für folgende Angriffe auf dasselbe Ziel. Lautlose Angriffe. Ja, das will ich. Das will ich. Bitte mach das mal. Zum Glück hat das funktioniert. Seite, das will ich eigentlich nicht machen. Das war alles nicht so cool. Lässt Feinde und Träger aufleuchten. Führt markiert bei 300 mehr Zielen. Bei 300 mehr Zielstufen hinzu. Das ist schon geil, ey. Was muss ich dafür haben? Da brauche ich einen Chip. Ah. Standardmagazin. Größeres Magazin. Verringerte AP-Kosten beim Nachladen. Oder gleich direkt ein größeres Magazin. Ich habe nur noch 15 Teile? Ja, nehme ich das hier. Warum habe ich so wenig Teile, Leute? Ja, ist blöd, ne? Was soll ich sagen? Gut, jetzt haben wir eine gute Ersatzwaffe. Die kriegt er auch direkt in die Hand. So. Hat sich das auch erledigt? What is up, man? Danke, Männers. Speichern, bitte. Da hat sich das ja gelohnt, eigentlich. Ja, wie gesagt, das wird hier nicht so aufregend werden jetzt in der Episode. Wir laufen hier ein paar einfache Sektoren ab. Und jetzt geht's hier auch gleich rund, ne? Die treffen hier auch gleich ein, die Kollegen. Was ist denn hier los schon wieder? Der Feindtruppe erreicht den Sektor H9. Wieso H9? Wo ist H9? Das war doch hier unten. Ach, hier. Diamanthaie. Kommt ihr hier lang, oder was? Das wäre ja äußerst praktisch, Leute. Aber äußerst praktisch. Gehe ich vielleicht hier lang mit meinem Trupp? Oder wir warten mit dem Trupp hier und fangen die einfach direkt ab. Aber direkt. Und gucken, was sie können. Das machen wir, oder? Ja, aber schon direkt einen Plan. Die hier, die werden hier schön einmarschieren. Und dann fangen wir die hier ab mit unseren Leuten. Ich werde vorher vielleicht nochmal in den Bereich hier einziehen. Ja, vielleicht können wir auch so ein bisschen mitlaufen. Das ist auch ganz praktisch, dann vergeude ich keine Zeit unnötig. Ja, so ist der Plan, so machen wir das. Und dann fangen wir die irgendwo hier oben ab. Ja, sehr schön. So, nun, hier laufen schon wieder irgendwelche Verträge aus. Oh, Alter, der Vertrag von Scope, ey, die habe ich erst gekauft, ey. Die ist doch gar nicht da, da läuft der Vertrag schon ab. Aber die haben auch nur 6 Tage, ne? Die wollen ja noch ein bisschen für ihre Kinder da sein. Da sollte sie den Job vielleicht mal komplett an den Nagel hängen. Das ist ja nun alles ein bisschen fragwürdig hier. Was haben wir denn hier? Die Vampirfledermäuse. Dann gehen wir da jetzt hin. Vollgas. Was haben wir denn hier? Außenbezirke von Pantagruel. Im Sektor sind feindliche Streitkräfte aktiv, und zwar 8. Wir haben hier einmal Scharfschützen, 3 Speer und 4 Marodeure. Alles easy peasy.
Oh ja, wir sehen es. Da hinten ist die Stadt Pantagruel und hier so ein bisschen Randbezirk. Ne? Wir sind immer noch in der Nacht unterwegs. Wir haben die Nachtsichtgeräte am Start. Wir werden uns irgendwo hier hinbegeben, denke ich. Ist besser. So. So. I will give you puzzle to complete during combat. Alle mal bitte runter in die Hocke. Und nun gucken wir mal, was hier so geht. Wir verschaffen uns erstmal kurz einen Überblick. Das hätte ich vielleicht gerade auch machen können. 8 Gegner. Boah, Alter. Hier ist alles ein bisschen runtergekommen, ne? Hier ist irgendwo ein Generator oder was? Naja, gut. Ist hier irgendwo eine Anhöhe? Na, vielleicht können die aufs Dach. Das weiß ich jetzt nicht. Hier bei dem sieht es zumindest so aus. Na, weiß ich nicht. Ja, dann war's das auch schon. Hier hat gerade jemand eine Leuchtferkel angezündet. Alter, hier haben sie mal fett eine Karre gesprengt. Okay. Dann wollen wir mal. Ready. Blatt geht mal vor. Wo steht denn der Typ? Ach, hier. They won't see me until it's too late. Oh, da ist noch einer. Sneaking up on the Scotswolds. Mit Blatt komme ich ja relativ nah ran. Still undetected. Vicky ist eigentlich auch ganz gut. Wir gehen hier mal hinter das Haus mit ihr. Silently. Hey, we should check this out. So. Yes? Ich würde Barry mal mitnehmen. Der kann hier mal direkt mit lang planieren. Ich hoffe, das klappt. Sonst müssen wir direkt runter. Barry bleibt bei Vicky. I will move silently. Okay. Den behalten wir im Blick. Die B. Ja, ich weiß nicht, ob der Typ zurückkommt. Das ist halt die Frage. Die B kann sich eigentlich mal hier hinbegeben. Den können wir vielleicht wegsnipern. Wenn wir es könnten. Wir haben keine Sniper mehr aktuell. Das heißt, wir sind zu laut. Wir müssen aber auch ein bisschen näher ran. Falls das in die Hose geht, müssen unsere Leute näher beisammen sein. Okay. So. Tor. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Das sind zwei. Time to sneak and peek. Und Eis. Tor ist noch im Dunkeln, okay. Ich gehe mit Eis jetzt mal hier hin. Geh raus aus dem Licht, Junge. You heard about the mine? Yeah, the fucking commandos got another one, eh? Boss said Le Major promised a bounty of 2 diamonds for every one of them we bought. 2 Diamanten für jeden Söldner. I bet he promised more, but our boss wants to keep some for himself. Yeah. I say if we see him, we snap him quick and report it directly to Le Major. Good thinking, brother. We do the work. We should get all the reward. Quiet and deadly as the plague. So, wir sind sehr nah dran. Ich hoffe, das klappt. Ja, sehr schön. Nummer 1 von 8. Let's see what kind of snacks we got. Nee, ich will das gar nicht sammeln. Komm wieder zurück. Das sammeln wir dann, wenn es soweit ist. Sneaking up on the Scotswolds. So. Okay. Going. Still undetected. Wir gehen erstmal rechts lang, würde ich sagen. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Yeah, man. Quiet like.
Ich würde mich mal aufs Dach begeben dann eventuell. Mal gucken, was so geht. Das können wir mit einem machen, der oben ein bisschen Ausschau hält. Oh, Alter, hier ist ein Fallen und alles. Drei Leute sehe ich. Wen noch? Ach, da oben ist auch noch einer. Ja gut, dann sind es immer noch fünf, ne? Oder vier? Ja, ich gehe mit Barry mal hoch und check die Lage ab. Und guck und überwach einfach die drei da unten. Dann haben wir die im Blick. Das sind ja die fünf. Ja, mega gut. Na dann bitte hoch. Keeping it on the down low. Gonna do this quiet and clean. Quiet. Mhm. So machen wir's. Eigentlich brauche ich da Barry gar nicht mit hochnehmen. Obwohl doch, ich kann von da Granaten werfen. Das ist gar nicht so schlecht. So, dann sind wir drei hier. Das sollen ja die restlichen sein. Wir können jetzt mit Blatt und den anderen ein bisschen hier hinten rum. Going still undetected. I am one with the stillness of everything. When I move quietly, I can hear nature's heartbeat. They won't see me until it's too late. Wo steht er? Steht er in dem Haus? Ja, in dem Haus kann eigentlich nicht gesehen werden. Ich glaube, den würde ich angreifen. Moving quietly. So, und dann verschanzen wir uns hier mal so ein bisschen. Erstmal ein bisschen Deckung geben. So, Bohr, komm bitte mit. I like to go barefoot whenever I can. Ist er nicht mehr in dem Haus? Ist er jetzt rausgegangen? Der ist rausgegangen aus dem Haus. Ich dreh durch. Silently. Ja gut, aber der da steht auch im Dunkeln. Ach nee, da ist er doch. They won't see me until it's too late. So. Er kam in dem Moment raus. Er rennt wieder rein. Okay, aber die denken jetzt alle, wir kommen von hinten. Was wir ja nicht machen, ne? So. So, Kollege Helm. This idea stinks worse than spoiled meat. Okay, die Idee ist kacke. Naja gut, dann gehen wir hier in Deckung erstmal. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Da müssen wir jetzt erstmal so machen. Oh, guck mal, da stopp. Ach nee, alles gut. Die haben sich jetzt alle erstmal in Deckung gegeben. What? Dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt jemanden wegsnipern können. Die sind zu weit weg. Der auch. Der auch. Der wäre noch im Rahmen, aber das kriege ich auch mit DB hin. Dann nehme ich mir den anderen hier unten. Und gucken mal. So, der ist weg. Den nagel ich mal fest. Hallo!
Hallöchen, Alter. Aiming. Ja, den machen wir jetzt rund hier. Hoffe ich zumindest. Oha. Oh, 5 von 5, bitte nochmal. Ja gut, wir sind oben. Alles ist alles im grünen Bereich, Leute. Good odds of killing enemies without detection. Barry, du bist immer besser. Ich kann's nur sagen. Du gehst mal bitte runter. Ready. Kann ich mit Vicky jetzt rumgehen, um den Platz zu machen? Ich vermute fast nicht. Aber ich gehe mal hier hin. Da kann ich aber keinen Feuerschutz mehr geben, ne? Ich brauche 7. Ja, es ist alles blöd. Das ist alles nicht so geil. Mal gucken, ob ich mal nach hinten kommt. Was kann ich denn hier machen? 3. Warum kostet das gleich 5? Ah, da muss ich jetzt hier hin. Wir decken mal den Bereich hier ab. Vielleicht kommt er ja wieder rein. Mit Tor müssen wir da weg, sonst kriegen wir gleich ein kleines Problem. Your confidence makes me feel confident. Man weiß nie, wir decken den Bereich hier auch nochmal ab. I will cleanse the battlefield of evil energy. So, nun Vollgas. Oha, die kommen hier das Dach hoch. Scheiße. Oh. Ungünstig. Oh, da ist auch noch einer. Der kam hier ganz hingerannt. Oh, alter Schwede, du. Die wollen's wissen, wa? Sniper. Boah, den hab ich direkt erwischt, ey. Ja, unterbrechen, Perk, ne? Ist nicht so geil, Kollege. Oh, er ist gestorben. What is up, man? Blatt ist unterdrückt, mit dem geht gerade nicht viel. Leider. Blood's gonna draw some blood. Vielleicht kriege ich die Arme getroffen. Oh, Alter. Das, was ich getroffen habe, war die Wand, ne? Die ist komplett weg. How can I assist? What? Barry, steh mal bitte auf. Und guck mal, ob du den Typen da kriegst. Kopf ist ganz schlecht. Arme. Mach mal Oberkörper. Ja. Geh runter. Sehr gut. Barry hat einen guten Job gemacht. Yes? Reicht völlig. Dann mache ich den mit DB jetzt rund. Aiming. Dann kann ich wenigstens noch mal schießen. The Lord smiles upon you, brother. So, der ist auch weg. I be listening. Kriege ich mit Eisen noch jemanden? Watch me pop a cap in this dude. Du bist krass, ey. Eis ist auch mega gut. Deswegen kann ich ihn auch ruhig behalten. Der ist ein guter Schütze. Der ist schon gut. Hallo? Tor. Geh mal einen Meter vor. Nee. Sehe ich hier jemanden? Oh ja. That's such a good place for me to be. Sind die da im Licht? My mind is focused, my body is relaxed. So, Vicky. Einmal bewegen, bitte. Wir gucken mal. 6 von 10. Nicht so geil, wie ich es gerne hätte. Bin ich ehrlich. Was mache ich mit ihr? Gehe ich erstmal hier hinter.
Hilft ja alles nichts. Habe ich noch irgendjemanden? Oder kann ich von da noch schießen? Ja, das bringt's alles nicht gerade. Okay, der wollte Blatt treffen. Er ist gestorben. Verblutet. Only one enemy remaining. I hope they've made peace with their fate. Hallöchen. About to make minced meat here. Das machen wir direkt nochmal. Ready. No more enemy. I celebrate. Danke. So, wir begeben uns alle mal hier irgendwo in der Ecke. Ja, das übliche Prozedere. Ihr wisst ja, wie es läuft, Leute. Wir müssen jetzt mal eine Runde looten. Abluten. Jetzt wird hier abgelootet. Ne, abgelootet, abgefootet. We move with certainty. So, ist hier irgendwas drin? Ne. Speichern. Müssen wir irgendjemanden mal heilen? Ich kann mal ganz kurz hier Tor ranholen. Barry. Vicky. Blatt. Hey, thanks, man. Ja, next time you're in town, I buy you dinner. Und dann nochmal mich. Ja, wir sind dann auch wieder fit. Ne? Das ist jetzt wirklich nur Thor und Vicky, die jetzt einfach noch ein bisschen leiden. Die muss man halt so schnell wie möglich einfach fixen, die Leute. Hallo! Damit man keine Lebenspunkte verliert. Also nicht diese Blöcke, diese einzelnen. Das ist immer bitter. Weil die kannst du dann wirklich nur heilen, wenn du in der Satellitenansicht bist. Das heißt, man soll jetzt einen Kampf machen, aber das ist natürlich auch gefährlich. Weil du dann natürlich wertvoll AP benötigst. Und natürlich auch zufällig genau in der Nähe sein musst. Bauteiltechnisch ist nicht so viel, ne? Was ist hier los? Die dance erstmal eine Runde, die macht hier Party hard, oder? So, gehen wir mal hier rein. Kleine Diamanten. Wir brauchen noch einen, müssen wir aufheben. Wir brauchen noch das Metavidi Buddy Buddy. Wisst ihr, was ich meine? Verkaufen? Nee. Das ist auch nicht so wertvoll, ne? Wir nehmen den Sack mal mit, den geben wir jetzt mal die Bee. Die 500 können wir uns klemmen, so nötig haben wir das gerade nicht. So, noch eine Leuchtfackel. Da wir sowieso schon welche dabei haben, können wir die auch direkt verteilen. Das war's schon? Waren noch zwei Sachen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Können Sie... Medikamente. Nein. So. Ja, hier müssen wir gucken. Ich gehe da direkt mit Barry rein. Der kann erstmal den Laden hier, den Haufen deaktivieren. Jawohl. Lass es raus, Barry. Sehr schön. Plündern wir mal den Laden hier. 38%. Schrott. Habe ich jetzt überhaupt Larry schon ausgerüstet mit den Klamotten? Das wollte ich auch noch machen, ne? Ja, will ich bitte. Dann gucken wir hier mal rein. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Ich dreh durch, ey. Es ist jetzt nicht. Ist jetzt kein Loot-Level, ne? We will do. Kräuter. Copy that. Look at that. Might have some. Nochmal Kräuter. No sweat. So, gehen wir nochmal rein hier. What? Disarmed with precision. Und das für Leuchtfackeln. Stell euch das mal vor. Man würde Schaden erleiden. Und dann machst du die Bude auf. Let's move. Und hast nur. With certainty. Sprengkörper. Bastler? Achso, hier waren wir doch schon drin. Let's go. So, was ist hier los? Was geht denn bei euch? Kann ich mal kurz gucken? I have found a thing. Gasgranaten, Giftgasgranaten für 1000. H
Habe ich noch welche im Sortiment, ist jetzt die Frage. Dann stocke ich die auf. Tränengasgranaten habe ich. Dann kaufe ich jetzt auch keine Giftgasgranaten. Ganz ehrlich, lass mich damit in Ruhe, du. Ist da oben noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Gehen wir nochmal hier kurz hinten lang. Heading out. Rucksack mit aufgestempelten. There's some loot in here. Ja, eine Uzi brauchen wir nicht. Schrotten. Und so ein Rohr brauchen wir auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal rein hier. Oh, was gibt's hier denn noch? Heißige Medikamente kaufe ich auf jeden Fall. Kostet nichts, Leute. Braucht man immer. Nachher brauchen wir es und dann kriegen wir es nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Scharfschützen plündern. Ja, geht ruhig alle erstmal hoch. Das ist voll in Ordnung. Kann jetzt mal jemand bitte auch plündern hier? Boah, ich dreh durch. Wo ist es? Da. It's me, Thor. Alter. Right on. Plünder doch bitte. Die plündern ihn nicht. Ja? Na endlich, den da drunter gleich mit. 82. Die entladen wir auf jeden Fall. Und schrotten wir direkt. Eine AK-47 plus 7,62 Standardmunition, Alter. Oh. Die habe ich nicht mehr, ne? Schon wieder leer. Und eine AK-47. Oh, gut, ey. Das ist schon wieder die Frage. Nee, komm, hau die weg jetzt. Schrott. Ich überlege immer für den anderen Trupp, ob wir was aufheben. Aber es ist Quatsch. Die kriegen noch genug eigenen Loot. Da ist das vollkommen in Ordnung. So, jetzt hacken wir hier nochmal. Und reden jetzt nochmal mit Vicky, mit Manny. Let's move. Welcome to El Quinto Pasado Gemelo, the fifth twin inn for you gringos. The fifth twin inn is where Grand Chien meets Aruco, the best bar of two countries. I hope this inn is not built on some ancient pyramid or something. My brothers warned me that can be very bad. I wonder what's up with the guy in room one. He hasn't come out for 3 days in a row. Weil er den Gast, der sein Zimmer in Sektor Außenbezirke von Pantagruel die 6 mindestens 3 Tage lang nicht mehr verlassen hat. Here at the fifth twin inn, we slash booze in half. We got white booze, black booze, Spanish booze, yellow booze. We okay, got hot booze, D6, cold booze, wir sind hier eh fertig. One. Wo sind wir denn gerade? Hä, D6 sind wir doch gerade. Hä? Bloody Mary, please. Heading out. We outie. Aha. Hallo. Thor, du bist mein Mann. It's me, Thor. Mach die Bude auf. Wer von euch hat jetzt die Brechstange schon wieder in der Hand? Vicky, warum? Ist da jemand? Oha. Alter, was ist er für einer? Yes? Das ist eine Art Zombie oder so. Also das ist diese Krankheit. Vicky hat nutzbare Teile in der Gegend gefunden. Ach du Kacke. How can I assist? Scheiße, ey. 22 Schaden. Blood's gonna draw some. Den baller ich gleich so ein Ding in den Hals. Aber zweimal. Zentral. Der ist fast hinüber. Den geben wir noch einen mit.
Mannis unseliger Gast ist erledigt. Barry Unger. Threat from explosive device removed. Thanks for dealing with that guy. I just opened this place and already someone trashes one of my rooms. These people have no sense. 5 Loyalität dazu gewonnen und ein bisschen EP. Let's bounce. So, alles gut, Leute. Sehr schön. Da haben wir das erste Mal jetzt Kontakt mit so einem zombieartigen Typen. Das ist natürlich kein Zombie, ist alles realitätsnah, aber es ist ein Typ, der hat irgendwie diese Tollwut hier, diese Krankheit. Und ich habe darauf gewartet, jetzt wissen wir Bescheid. Das Gute an den Leuten ist ja, die sind unbewaffnet, zumindest noch. So, ich habe jetzt Diamanten und überlege tatsächlich, ob ich nochmal nach H8 marschiere. Ne, Quatsch, nach H9. Um dann ins Flüchtlingslager nochmal zu gehen. Das sollten wir vielleicht machen. Nein! Oh, nee. Naja, gut, jetzt ist halt blöd. Jetzt sind wir da durchgerannt. Das hätte ich nicht so machen sollen. Hätte das manuell auswählen müssen, wo wir lang hätten müssen. Jetzt sind sie den direktesten Weg, beziehungsweise den schnellsten Weg gegangen. Für mich jetzt mega ungünstig. Wir sind jetzt im Sektor D7, den Slums von Pantaguel, gelandet. Mit unserem Trupp. Selber reinmarschiert. Scharfschützen, Speer und Marodeure. Ja, das machen wir in der Episode nicht mehr, Leute. Aber wir gucken auf jeden Fall mal kurz rein. Es ist schon wieder klarer Himmel. Es ist also mitten am Tag. Was haben wir denn in dem Sektor? Merc hat Teile seiner Ausrüstung in Pantaguel zurückgelassen. Und Merc, die Suche nach Smiley. Smiley ist mit dem Mädchen aus Lilais Rouge in den Slums von Pantaguel geflohen. Da haben wir direkt einen Marodeur. So, wir sind verborgen, wir speichern. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gegner jetzt hier waren. 10, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Speichern. Ja, bitte. So, Leute. Und hier geht es in der nächsten Episode weiter. Aber vom Allerfeinsten. Da gehen wir direkt ran hier. Machen mal ein bisschen die Slums von Pantaguel. Unsicher. Oder noch unsicherer. Ne, unsicher sind wir ja schon. Ihr wisst, was ich meine. In dem Sinne, Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir gefallen hat, was du hier siehst und du bist neu, lass gerne oben da. Lass gerne oben da, Alter. Ich lass schon den Daumen weg, ne? Lass mal gerne einen Daumen oben da. Wenn es dir gefallen hat, natürlich. Lass auch gerne was in den Kommentaren da, wenn du was zu sagen hast. Wenn du was loswerden willst und wenn du live chatten willst, komm gerne auf Twitch vorbei. 21:30 spätestens bin ich eigentlich in der Woche am Start. Und dann können wir gemeinsam ein bisschen taktieren und durch Jagged Alliance 3 flitzen. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Jagged Alliance 3 oder vielleicht auch einer Christmas-Episode, ein kleines 10-Minuten-Format, was ich gerade bis zum 24. auch noch nebenbei mache. Schau gerne mal vorbei, ist ganz witzig, ein kleiner Spaß mit zwischendurch, ein bisschen Retro-Feeling, wie du magst. Hauptsache, du hast Fun, ne? Beim Zocken. Somit wünsche ich jetzt allen einen wunderschönen Tag, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Double Buddy. Tschüssi.